seit heute, jetzt gerade, was haben wir, 7:05? In 5 Minuten startet der erste Flieger nach Mallorca wieder von Düsseldorf. Ist das eigentlich leichtsinnig, Ihrer Meinung nach, jetzt in Urlaub zu fliegen? Nein, es ist nicht unbedingt leichtsinnig. Es ist ja so, dass die Situation in anderen Ländern ja auch ähnlich gut inzwischen ist wie in Deutschland. Es gibt doch relativ viele Länder, wo das Infektionsgeschehen gut kontrolliert ist. Insofern kann ich das nachvollziehen. Ich selber würde wahrscheinlich auf den Auslandsurlaub im Augenblick noch verzichten, bis die Situation besser ist, weil letztendlich ist ja doch Urlaub eine andere Situation als zu Hause. Man verhält sich vielleicht doch wieder anders. Es kommen andere Menschen aus anderen Ländern mit dazu. Und da ist sicherlich ein gewisses Risiko dabei, vielleicht doch Infektionen mit nach Hause zu bringen. Aber das ist ja ein entscheidender Punkt, ob man jetzt mit schlechtem Gewissen reisen muss oder nicht. Viele, viele, viele sagen ihre Reisen ab, canceln eben den Urlaub. Und viele andere reisen aber dann doch mit ein bisschen schlechtem Gewissen. Berechtigt oder nicht? Ja, berechtigt schon. Also man sollte wirklich aufpassen im Urlaub, also nicht Bruder Leichtsinn mitnehmen, sondern sich genauso zu verhalten wie zu Hause. Man sollte den Abstand halten, die Kontakte reduzieren, gegebenenfalls auch Masken tragen. Und das ist natürlich, muss sich jeder selber überlegen, ob er oder sie das möchte, sich im Urlaub entsprechend so zu verhalten oder verhalten zu müssen. Weil das ist die Empfehlung, die man abgeben kann. Natürlich, wenn der Strand leer ist und genug Abstand ist, da muss man nicht eine Maske tragen, kann sicherlich auch baden gehen. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, wo es kritisch sein könnte. Und ja, wie gesagt, meine Empfehlung wäre, vielleicht noch ein bisschen zu warten. Gegen die Möglichkeit, sich zu infizieren, soll ja die neue Corona-App, die ausgereifter sein soll bei uns als in anderen Staaten. Wie wichtig ist die jetzt, um eine zweite Welle zu verhindern? Naja, erstmal wird die App keine Infektionen vermeiden, keine neue Infektionen. Sie soll natürlich helfen, im Falle von Infektionen, die wieder auftreten, die Kontakte schneller nachzuverfolgen. Und letztendlich muss die App im Alltag beweisen, dass sie das kann. Es hängt natürlich auch sehr viel davon ab, dass sehr viele Menschen diese App dann auch benutzen.